Der zweite Nominierte für den Deutschen Satirepreis ist selbstverständlich Donald Trump. Im November werden wir mit ein bisschen Pech alle feststellen, dass der Maya-Kalender mit seinen Prophezeiungen gerade mal um knappe 4 Jahre daneben lag. Dann nämlich hat Amerika vielleicht einen Präsidenten, gegen den uns George W. Bush noch wie der Dalai Lama vorkommen wird. Klar, uns kommt es verrückt vor, dass es überhaupt möglich sein soll, solch einer leider ernst gemeinten menschlichen Mixtur aus Donald und Dagobert Duck die Chance auf das Präsidentenamt einzuräumen. Aber was will man von einem Land erwarten, wo man sich ein Sturmgewehr am Kiosk kaufen kann, aber für ein Tittenheft einen Führerschein braucht? Aber doch, der nächste mächtigste Mann der Welt könnte Donald Trump heißen. Ein lustig aus der Nase dampfender Karottenkopf, der sich ein überfahrenes Meerschweinchen auf die Glatze genagelt hat und gerade versucht, für den Eintrag ins Guinness-Buch einen neuen Rekord im Verprellen von Minderheiten aufzustellen. Schwarze, Mexikaner, Schwule, Frauen. Kurz gesagt, alles, was atmet und weniger verdient als er. Ein Typ so weit rechts, dass er eigentlich in der Lage sein müsste, sich von links schon wieder selbst auf die Schulter zu hauen. Donald Trump, ein sich wütend durch die Wildnis maulendes Wandertourette und wahrscheinlich der einzige Mensch, der ganz alleine in einem Raum noch einen heftigen Streit anfangen könnte. Niemand ist vor ihm sicher. Montag beleidigt er die Eltern eines gefallenen US-Soldaten. Mittwoch schmeißt er eine Mutter mit Kind aus dem Saal. Freitag beißt er dem Weißkopfseeadler den Kopf ab und pinkelt am Sonntag in die Fackel von Lady Liberty. Doch das ist alles völlig egal, denn die postfaktische Riesenklöte pöbelt erfolgreich gegen jede Statistik und jede Vernunft und trumpelt jede noch so wahre Wahrheit einfach so lange nieder, bis Hillary die Drähte aus dem Schädel sprengt. Aber allein die theoretische Möglichkeit auf das gelbhaarige Gefühlsgewitter in globaler Führungsposition garantiert ihm den stolzen Platz 2 auf unserer Nominierungsliste für den Deutschen Satirepreis. Danke, Donald Trump.